und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf Dorfeas Welt. Und ihr seht direkt, um was es heute geht. Ein riesengroßer Karton von Diamond Art Club Doom. What makes the sparkle? Ja, ich hatte bestellt, als an diesem einem Wochenende, glaube ich, 25 neue Weihnachtsbilder online gekommen sind. 3 haben mir gefallen und ja, da habe ich dann zugeschlagen. Wir gucken uns heute ein Bild an und noch was anderes, was da drin ist, denn ich habe mir den Vierersetzer aus Edelstahl mitbestellt. Will ich unbedingt ausprobieren. Ich bin ja von dem Einzelsetzer sehr überzeugt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, probiere ich den Vierersetzer mal mit aus. Der war vorrätig und deswegen habe ich da zugeschlagen. Ja, und die anderen Bilder, die mit drin sind, also insgesamt sind es 3 Bilder, ja, die kommen dann nach und nach. Ich habe jetzt ein paar Weihnachtsbilder von Diamond Art Club, die ich euch immer mal ein bisschen vorstellen möchte. Ich habe mir so vorgenommen, 1 die Woche ist so ein guter Schnitt. Ihr wisst, ich bin ein absolutes DAC-Fangirl. Ich stehe dazu. Und ja, wir gucken uns nach und nach die Bilder dann mit an. Heute gucken wir uns 1 an und gucken uns den Mehrfachsetzer an. Ihr seht, bei mir scheint sogar ein bisschen die Sonne. Ja, die kommt jetzt leider rum, aber ich drehe jetzt trotzdem, weil ich drehe lieber jetzt bei Sonne mit ein bisschen Schattenwurf, als wenn ich mit meinem Schummerlicht drehe und dann wahrscheinlich ja, die Aufnahme nicht so gut wird. Die Sonne ist eh mal da, mal nicht da, mal da, mal nicht da. Deswegen habe ich gedacht, gut, wir legen jetzt los. Ist heute gekommen, hat ein bisschen gebraucht, ist aber nicht schlimm, kam mit DHL, nicht mit DHL Express, hat aber auch jetzt nicht zu lange gedauert, also alles noch im Rahmen. Aber manchmal geht es ja doch recht flott. Das hat ein bisschen gebraucht, aber alles gut, jetzt ist es da. Im angegebenen Zeitrahmen, das heißt, ich musste auch nicht gucken, wo es bleibt. Und ich bin gespannt. Hören wir mal auf, so lange zu fasseln und machen mal direkt hier auf und gucken mal, was da drin ist. So. Ja, 3 neue Bilder werde ich auf jeden Fall nicht schaffen, in der Weihnachtszeit alles zu painten. Aber ihr wisst, ich baue mir ja auch mein Stash ein bisschen auf und. Ja, und deswegen, ich konnte nicht anders. Ich habe die Motive gesehen, sie haben mir gefallen und deswegen habe ich es mir gegönnt. Ich fahre dieses Jahr im Winter auch nicht weg. Ich bleibe daheim. Ich hatte überlegt, ob ich mir einen Winterurlaub genehmige oder gönne, habe mich dagegen entschieden und naja, was soll ich sagen, dafür habe ich eher gesagt, gut, gönne ich mir ein bisschen was und das, was ich mir sozusagen von meinem Weihnachtswintergeld gönne, ist alles irgendwie rund ums Diamond Painting. Ja, und es ist für mich mit am besten angelegt, weil es ist einfach mein allerliebstes Hobby. So, da haben wir auch direkt unseren 4-Tipp-Bläser. Ihr seht, er ist aus Edelstahl. Richtig schön. Freue ich mich, den zu testen. Und wir haben Füllmaterial. Hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht gehabt. Ich muss es bloß rausnehmen, weil dann kann ich dann auch die Bilder leichter entnehmen. Mindestens diese 2 nehme ich mal raus. So. Hoffen wir bloß, dass Timmy jetzt nicht damit spielt. Und ich bin jetzt am Überlegen, welches Bild ich euch vorstelle. Ja, ich habe jetzt überlegt und ich habe mich für dieses Bild entschieden. Ein Bild mit runden Steinchen, die anderen haben eckige Steinchen. Voilà. Erstmal den Karton runterstellen, wird garantiert gleich der Miezekater drauf draufstehen. Ja, und ich habe mich für Christmas Owl entschieden. Ich fand die einfach so süß, dass ich mich verliebt habe. Einfach so eine kleine Eule mit so einer richtig süßen Pudelmütze und ein paar ja, Christbaumkugeln mit am Zweig. Im Hintergrund schneit es. Das Bild ist 50 x 65 cm groß oder wenn wir aufrunden 51 x 66 cm. Ja, und in runden Steinchen. Unser Karton hat halt wieder diesen wunderschönen Holo-Effekt. Schaut es euch mal in der Sonne an. Mein Gott. Ich liebe das ja total. Ja, was wir jetzt auch machen,
wir befreien das Bild. Wir wollen uns das natürlich auch näher angucken. Ja, und ich werde auch ein Probepainting an dem Bild machen, weil ich diesen Viertipp-Laser probieren möchte. Ja. DAC-Bilder sind Bilder, mit denen ich mit einem Mehrfachsetzer oder mit einem Vierersetzer bisher recht gut immer klar gekommen bin. Hier bei runden Steinchen sollte das auch funktionieren. Bin ich jedenfalls mal gespannt. Bin ich, probieren wir es einfach mal bei einem mit eckigen Steinchen auch noch mit aus. Ihr wisst, ich mache gerne Paint with Me's, wo ich sowas zwischendrin mit probiere, wo ich drüber quassel. Und ja, das wird auf jeden Fall in nächster Zeit dann kommen. Wir packen mal aus. Und da ist schon mal unser Toolkit und unsere Leinwand. Ich liebe ja die Toolkits. Oh, guck mal, da haben wir noch einen. Fusselchen kommt natürlich weg, weil die Toolkits ist immer so ein bisschen so eine Überraschung, was für eine Farbe hat man vom Stift, was für ein Washi-Tape, was für ein Coverminder, das ist immer irgendwie voll nett. Die Coverminder sind ja bald nicht mehr mit dabei, finde ich fast ein bisschen schade, aber gut, ist ja jetzt nicht der Grund, warum wir die Bilder kaufen, aber es ist immer eine nette Überraschung, muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Unser Bild ist nochmal eingepackt, hier in so einer Tüte. Finde ich immer ganz gut, weil, wie gesagt, mein Karton wurde, obwohl ich zu Hause war, einfach vor der Haustür abgelegt. Es wurde noch nicht mal geklingelt. Ja, zum Glück hat es nicht geregnet, aber gestern zum Beispiel hat es richtig fies geregnet und auch schräg. Dann wäre der Karton nass geworden und dadurch, dass die Kartons hier noch mal eingeschweißt sind und auch die Leinwand extra noch mal in der Tüte ist, können wir mal davon ausgehen, dass, falls sowas passiert, unserem Bild nicht geschadet wird, was ich selbst bezahle. So. Also, wir holen alles raus. Da kommt. Ja. Was mir gerade noch gefehlt hat, war hier dieser süße kleine Sticker. Der ist nämlich auch noch meistens extra mit drin und nicht mit in die Leinwand eingerollt. Deswegen habe ich jetzt gerade geguckt. Auch der ist da. Finde ich sehr, sehr süß. Ich klebe den mir immer auf den Karton drauf. Dann weiß ich, welches Bild in welchem Karton ist. Finde ich ganz cool. Also auf der Seite. So. Und hier haben wir auch schon unser Bild. Und wir haben 32 Farben. Das ist jetzt nicht mega viel, aber wie gesagt, das Bild ist jetzt auch jetzt nicht so extremst bunt. Finde ich auch nicht schlimm, dass wir 32 Farben haben. Das reicht meistens bei DAC schon komplett aus. Oh mein Gott, und die Leinwand ist wieder schon so toll. Einfach nur flauschig. Hier sind unsere Steinchen in rund. Und dann haben wir hier nochmal so ein kleines Dankeschön-Kärtchen mit Tipps und Tricks und wie es funktioniert in verschiedenen Sprachen. Ja. Brauchen wir zum Glück nicht. Deswegen kommt es direkt zur Seite. Was auf jeden Fall wieder mit dabei ist, worüber ich mich freue, ist hier unsere Legende. Das ist ein kompletter Stickerbogen. Unsere Legende so ist direkt schon als Sticker vorgestanzt. Das heißt, ein wunderschönes Kitting-Up auf jeden Fall gegeben. Wir haben zwei AB-Farben. Die 131 und die 141. Und ich weiß gar nicht, hatten wir bei dem Bild, doch da, Z, nochmal eine Spezialfarbe. Ich weiß jetzt nicht, ob das Fairy Dust war oder irgendwas anderes. Werden wir uns auf jeden Fall angucken. Seht ihr auf jeden Fall. Und so sieht unser Bild nochmal im Großen aus. Richtig süß. Das Bild wandert dann in meinen Diamond Painting Journal. Und das ist die Christmas Owl von Marilyn Kazenale, wenn ich es richtig aufgesprochen habe, ich weiß es nicht. Wir haben runde Steinchen und das Bild ist 20x26 Zoll groß oder in Zentimetern 50,7x65,8 cm. Also es ist groß, es ist jetzt nicht mega riesig, aber es ist doch schon eins mit von den größeren, finde ich. Hier haben wir auch nochmal unsere Itemnummer draufstehen. Ja, und wie gesagt, das mit den Stickern finde ich hammer, hammer toll. Leinwand gucken wir uns gleich an. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen liegen, kann sich schon mal ein bisschen glatt legen. Das liebe ich an diesen Leinwänden. Das sind diese selbstglättenden Leinwände. Einfach liegen lassen. Die werden dann mit der Zeit glatt.
weil einfach die Qualität so gut ist. Und die Leinwände, die sind zwar weich und flauschig, aber sie sind schwer. Und dadurch legen die sich mit dem Porot Glue richtig schön glatt. Ne? Das finde ich mega. Okay, also wir gucken uns Steinchen und Toolkit mal an. So, Timmy ist wieder auf meinem Stuhl. Der muss jetzt mal Platz machen. Ja, ich bin heute schon die ganze Zeit ein bisschen an Videos bearbeiten, am Drehen und ein bisschen rumbasteln und ein bisschen aufräumen. Ja, Timmy ist immer mit dabei und immer wenn ich mal kurz von meinem Stuhl aufstehe, ja, sitzt der kleine Herr wieder auf meinem Stuhl. So wie wir es kennen. Okay, wir gucken zuerst ins Toolkit rein. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Okay, wir haben, glaube ich, einen... Oh, der Stift ist schön. Ich dachte erst, es ist ein Braun, aber es ist so ein dunkelrotbraun eher. Gefällt mir gut. Und schaut euch mal den Coverminder an. Das ist so ein kleine Blumenrabatte. Finde ich auch sehr schön. Passt jetzt nicht ganz so zum Motiv, aber wenn wir im Frühling dann mal ein Bild painten, haben wir schon einen passenden Coverminder. Finde ich gut, kommt direkt an meinen Tisch. Und unser Washi-Tape ist auch ein Washi-Tape mit roten, zarten Blümchen. Sehr schön. Hier sehen wir nochmal den passenden Squishy zum Stift. Wie gesagt, es ist ein brauner Stift, aber auch ein bisschen noch ins Rötlich gehende. Dadurch gefällt mir die Farbe sehr gut. Das Squishy geht wieder schwer drauf. Ihr seht, da guckt vorne der Einzelsatz raus. Ich tue den jetzt mal nicht draufremmeln. Dauert zu lang und macht auch keine guten Geräusche im Video. Aber ihr wisst, wie das geht. Da haben wir den Einzelsetzer. Wir haben auch wieder Mehrfachsetzer mit dabei. Einen Vierer und einen Siebener. Und das ist das Schöne. Das sind diese schmalen Mehrfachsätze, die ich so sehr gerne nutze. Deswegen habe ich mir auch diesmal diesen bestellt, weil ich will einfach mal gucken, ob der was für mich ist. Ja, weil ich hoffe, dass der ebenso schmal ist wie die. Die anderen aus Metall haben mich bisher noch nicht ganz so überzeugt. Bisher war mir der Plastikvierer in Weiß in der schmalen Variante immer bisher noch am liebsten. Mal gucken, ob man das diesmal, ob der hier den dann ersetzen kann. Ich bin gespannt. Hat auf jeden Fall viel Geld gekostet. Ich hoffe wirklich, dass der seine 18 Euro irgendwas wert ist, weil ich habe wirklich überlegt. Ich habe wirklich überlegt, ob es sein muss. Aber der ist es jetzt halt geworden. Und ich hoffe, das klappt. Wir werden es auf jeden Fall probieren. Ja, also Stift und Mehrfachsätze in super schöner Ausführung finde ich toll. Wir haben natürlich auch wieder Wachs in diesem schönen Herzdöschen. Wisst ihr, liebe ich mit meiner Fellnase, ist so ein Döschen immer toll. Zwei schöne große Herzblättchen, reicht komplett aus. Damit kommt man einige Bilder eigentlich hin. Und wir haben natürlich auch wieder ein Schiffchen dabei. Die sind jetzt in Weiß, früher waren die durchsichtig. Fand ich eigentlich schön, die waren so durchsichtig mit ein bisschen Glitzer, fand ich richtig gut. Aber auch die sind gut, ja. Vielen war das durchsichtig nicht so gut wegen dem Erkennen der Steine. Deswegen wurde es jetzt weiß. An der Form hat sich nichts geändert. Die Steinchen in diesen Schiffchen legen sich sehr gut. Es hat eine schöne Größe, ist nicht zu groß. Es ist aber auch nicht so klein wie die grünen Schiffchen. Es ist wirklich ein bisschen größer. Ich zeige mal den Vergleich zu einem Mosfa-Schiffchen. Ja, das ist ein Mosfa-Schiffchen, das sind die von DAC. Das Mosfa-Schiffchen ist etwa genauso breit, aber ja, das ist minimals ein bisschen größer und es hat einen Stopper. Es ist auch aus einem schönen, starken Plastik gemacht. Ist perfekt, finde ich. Und was haben wir noch mit dazu? Ein Tütchen mit ganz vielen anderen Tütchen. Ja, Zipptütchen kann man immer gebrauchen. Und jetzt sitzt hier echt der Herr Timmy mit auf dem Tisch. Der wird mal kurz nach unten begleitet, weil das macht man natürlich nicht, ist nicht so gut. Und ja. Ja, Timmy, wir gehen dann zusammen aufs Sofa, wenn wir hier fertig sind, ja? Okay, gut, haben wir das geklärt mit dem Herrn Miezekater. Die Sachen kommen jetzt erstmal wieder mit da rein.
Holla, holla, holla. So, so und so. Und wir gucken uns jetzt die Steinchen an. Die Steinchen, wie ihr schon wisst, wenn ihr das ein oder andere DAC-Unboxing bei mir schon gesehen habt, gibt es ja einige, kommen in Einwegtütchen, in diesen Schlangen. Das ist so das Einzige, was ich bei DAC noch verbessern würde, dass die Steinchen nicht in diesen Einwegtütchen kommen, sondern gleich in Zipptütchen, weil es einfach ein bisschen weniger Müll wäre. Einfach nur aus dem Grund und natürlich auch schon besser zum Painten, weil in Zipptütchen kannst du direkt anfangen, ohne dass du erst irgendwas aufschneiden musst und ein bisschen Müll beseitigen musst. Ja, das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Das Schöne ist, wir haben ja immer Zipptütchen mit dabei im Toolkit. Jo, auf unseren Steinchen steht nochmal der Bildtitel, Christmas Owl, und auch die Itemnummer vom Bild, die sowohl hier auf unsere Legende mit draufsteht, auf dem Karton und natürlich auch auf unserer Leinwand. So, und wir holen mal den ganzen Packen raus. Insgesamt haben wir 2 Stränge. Und wir fangen mal an. Die Stränge sind nicht nach DMC-Nummer geordnet, das muss man sagen, sondern immer ungefähr so nach der Füllmenge der Steinchen. Wir haben hier einen Strang mit großen Tütchen und einen Strang mit kleineren Tütchen. Und das sind unsere Farben. Natürlich viel Blau vom Hintergrund und bestimmt auch ganz viel Brauntöne für die Eule. Die 161 haben es zweimal. Die 930, das ist so ein blau-grau dunkles. Dann hier so ein peachy Hautton. 160, zweimal, dreimal. Auch eine schöne Hintergrundfarbe. Wir haben runde Steinchen, natürlich in Harzqualität. Und ihr seht, ne, die sind richtig schön gleichmäßig. Das ist das, was ich an DAC so liebe. Steinchenqualität ist halt einfach bombastisch. 159 auch zweimal. Dann haben wir hier ein bisschen weiß, die 3865, was ist das eigentlich? 3865, ah, das ist das Weiß, was in der Bommelmütze von der Eule vorkommt. Dann haben wir hier nochmal so ein ganz zartes Peach, Grau, wie schon gedacht, viel Braun in unterschiedlichen Farben. Die 141, das ist weiß, AB und ganz schön viel sogar. Und nochmal 3 Brauntöne. Also eine AB-Farbe hat man bisher. Dann haben wir hier, kommen wir wieder zu Brauntönen, zu einem Taub, ein Dunkelgrau, nochmal so ein Beige. Dann, oh, ein dunkles Lila, 154, das ist die Nummer 3. Wo kommt die Nummer 3 drin vor? In den Kugeln, ja. In den Weihnachtskugeln kommt sie vor. Ja, dann noch ganz so viele Braun- und Taubtöne, nochmal ein dunkles Grau. Und das hier? Z3747 ist unser Fairy Dust. In so weißgräulich. Und es schimmert so ganz leicht. Das sind so ganz kleine Schimmerpartikel mit drin. Finde ich sehr schön. Schade, dass es nur so wenig Steinchen sind. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Und das ist so eine Klammer. Und die kommt. Wo kommst du vor? Wo kommen die Fairy Dust Steinchen vor? Auch mit in den Christmaskugeln? Nee. In der Eule? Sehe ich es jetzt auch nicht. Hm.
Ah, ein bisschen im Hintergrund, in den Schneeflocken. Schaut mal. Hier im Schnee, in den runden, da kommt Fairy Dust mit her, schön eingesetzt. Dann haben wir hier ein ganz kleines bisschen Orange in AB. Das ist die Nummer 1 und die ist in den Augen von unserem Eulchen auch schön eingesetzt. Ja, finde ich toll. Und das weiße oder die weiße AB-Farbe ist in den Christmaskugeln und in der Bommel von der Mütze mit drin und hier im Schnee auf dem Ast, wie ich das sehe. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir gucken uns jetzt natürlich noch die Leinwand an. Wir stehen direkt auf. Die Sachen lege ich jetzt einfach mal auf den Stuhl. Oh, erstmal Platz machen. Und ich nehme euch mal runter. Ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht seekrank. Und das ist unsere süße Eule. Also ihr versteht vielleicht, warum ich dieses Bild für mich haben musste. Sie ist einfach richtig, richtig niedlich. Mir hat sie sehr gefallen. Und mit den Weihnachtskugeln hier unten hat mir einfach auch die ganze Bildkomposition mit dem Hintergrund sehr zugesagt. Ja, könnte ich sein. Ich Eulenkind. Ja, wenn ich nicht arbeiten muss, bin ich eh eine ziemliche Nachteule. Eulen haben es mir einfach angetan. Ist einfach so. Immer wieder ein süßes Motiv. Ja, und ich bin mir jetzt am Rätseln, dem ich jetzt nochmal kurz Lärm gemacht habe, wo wir mal den Mehrfachsetzer ausprobieren werden. Ich glaube, hier am Eck, da haben wir nämlich Color Blocking. Und für den Mehrfachsetzer brauchen wir Color Blocking und das machen wir auch. Das ist die Nummer 930. Die hatten wir doch hier in dem großen. Das Tütchen brauchen wir. Und dazu brauchen wir eine Schere, die ich eigentlich hier in meiner Schublade hatte, aber jetzt liegt es auf meinem Tisch. Dann tun wir das gleich mal umändern. Und wir nehmen uns auch gleich. Wartet kurz. Hier die Tütchen. Wir müssen sie irgendwie umfüllen. Und ich brauche noch einen Edding. Ich dachte, ich hätte hier einen gehabt. Und dann würde ich sagen, tun wir mal uns erstmal die 930 hier abfüllen. In ein Zipptütchen rein. Gucken wir mal, ob das reicht. So, also 930 und das war dieser Pfeil. So nach unten. Gleich ordentlich beschriftet. Mache auch gleich auf. Geht zum einfachsten. Und schwupp. Ich hoffe mal, die Steinchen sind jetzt nicht zu extrem elektrostatisch geladen. Ja, ein bisschen. Aber es geht noch. Ups. Zwei sind weggesprungen. Also ihr seht, ein bisschen sind sie geladen. Das erkennt man, dass sie hier so am Rand gerne kleben bleiben. Aber das ist hier jetzt nur minimal. Gut, ihr Lieben, ich mache mal kurz hier ein bisschen Platz, tu mir das Bild so ordentlich hindrehen, dass ich natürlich eine ordentliche Paintprobe machen kann mit euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja, das hatten wir umgefüllt. Da haben wir unsere Legende. Das werde ich dann heute auch noch
direkt in mein Büchlein eintragen. Und hier habe ich meinen Lieblingsstift. Da ist ja schon der Einzelsätze von DAC drauf. Den finde ich richtig top. Der geht nur immer sehr schwer auf Stifte drauf. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt hier hinten auch drauf passt. Ja, ansonsten muss ich da ein bisschen gucken. Das ist so das Einzige, was ein bisschen nicht so gut ist an diesen Spitzen. Die passen gefühlt nicht auf alle Stifte drauf. So, wir holen mal den 4er raus. Der hat im Gegensatz zum Einzelsetzer auch einen O-Ring dabei. Ich glaube, mein Einzelsetzer hatte keinen O-Ring. Und wir schauen mal, ob der drauf passt. Okay, der ist für den Stift viel zu locker. Allerdings, wenn der Setzer gut ist, überlege ich mir, ob ich den nicht draufklebe. Nehmen wir mal einen anderen. Da haben wir den. Da ist auch ein Einzelsetzer von DAC drauf. Machen wir mal den normalen 4er ab. Und das ist halt auch ein Premium-Stift von DAC. Da müsste der ja eigentlich drauf passen. Ja, den O-Ring schiebt es leider hoch. Der bleibt nicht in der vorgesehenen Nut, das kann ich schon mal sagen. Und ohne O-Ring, ja, geht es nicht. Also das ist nicht so schön. Da muss man sich ein bisschen was überlegen. Probieren das mal. Mal, ob wir das mit dem Stift hinbekommen. Okay. Aber das ist halt auch nicht so. Ah, jetzt das mit dem O-Ring wieder da drüber kriegen. Den zieht es ziemlich zusammen, dass er ziemlich klein ist. Habe ich super hinbekommen. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen probiert mit dem O-Ring. Das geht nicht wirklich so gut. Ich weiß gar nicht, wo habe ich den jetzt hingelegt? Oh mein Gott. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe es jetzt einfach mal mit einem alten klassischen Trick probiert. Ich habe jetzt einfach ein bisschen, wie ihr es vielleicht hier seht, Klebeband mal drum gewickelt. Es geht jetzt darum, einfach mal das zu probieren. Und ja, es hebt halt nicht wirklich, ne? Wird immer wieder rausgedrückt. Das ist jetzt auch egal, bei welchem Stift das erstmal funktioniert, aber irgendeinen brauche ich mal. Ja, jetzt hier verschiebe ich das wieder nur. Ja, so zufrieden bin ich nicht. Ich tue mal ein bisschen rumprobieren und melde mich dann nochmal. So, bei dem Stift habe ich es jetzt einigermaßen hinbekommen. Allerdings drückt es das immer wieder raus. Es geht aber jetzt einfach bloß mal darum, das mal kurz ein bisschen ausprobieren. Und wenn es passt, dann nutze ich, dann wird er einfach festgeklebt. Aber hey, den drückt es wieder raus. Das ist nervlich für mich gar nichts. Will ich ganz ehrlich sein. Ich weiß es nicht. Ich bin mir halt echt nicht sicher. Nein. Also wenn dann der... Wir probieren es einfach mal aus. Also, Covermine daher. Da habe ich sogar einen passenden. Eine Eule. So. Und so. Dann brauchen wir natürlich Wachs. Ja, ich verwende jetzt erstmal Wachs. Schlussendlich würde ich den dann mit Tabby verwenden. Voilà. Und wir schauen mal, ob das überhaupt was wird. Ansonsten muss ich wirklich sagen, für das Geld nicht so zufriedenstellend erstmal. Finde ich sehr schade. Ich finde, sowas muss man halt auch einfach heben. So hart es klingt. So.
Wir probieren es mal. Ich werde das jetzt mal so machen, dass ich einfach mal ein bisschen was setze, so dass genau eine Viererreihe frei ist. Seht ihr überhaupt was? Nein, ihr seht ja noch nicht mal was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leiden, Pech und Pannen. Ich muss jetzt auch wirklich sagen, ich muss gerade nervlich ziemlich arg durchatmen. Es ist einfach, ja, ein bisschen schwierig für mich, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber wir testen das einfach mal so ein bisschen aus. Ja, warum mache ich das so? Einfach damit ich sehe, ob sich das dann in eine normale Viererlücke gleich ordentlich reinbekomme. Also, da reindrücken. Da haben wir eine Viererreihe. Und wir schauen mal, ob das so klappt. Nicht so zufriedenstellend. Erstmal. Ich glaube, da werde ich wirklich. Ich habe jetzt hier eine Mega-Lücke. Und ich brauche einen Vierersetzer, der mir halt keine Lücken irgendwie macht. So hart es klingt. Okay. Wir müssen nochmal so. Nehmen natürlich unsere Reihen ordentlich. Nee, also für mich ist es nichts. durchgefallen, weiß ich nicht. Muss ich natürlich probieren, aber ich hole euch mal ganz kurz runter. Ich zeige euch mal, was ich meine. Seht ihr diese Lücke da? Wenn ich so weitersetze, sieht man, ja, es ist für mich nicht passend. Liegt aber auch daran, dass ich den halt, ja, nicht ordentlich auf den Stift bekommen. Das ist jetzt die Frage an euch. Habt ihr schon mit diesem Mehrfachsetzer gepaintet? Habt ihr einen? Habt ihr da schon mal ein bisschen rumprobiert? Wie kriegt ihr denn ordentlich auf den Stift? Ist einfach bloß mein Ohrring nicht richtig, weil mein Ohrring ist sehr weich. Den schiebt es dann einfach mit hier hoch. Also der bleibt gar nicht im Stift drin. Ja, und wie ist für euch das Setzgefühl mit dem? Also der ist schön schmal, der ist auch sehr stabil, der ist sehr hochwertig verarbeitet, aber nervlich gesehen und vom Setzen her so jetzt beim Ausprobieren für mich erstmal komplett durchgefallen, weil geht nicht richtig auf den Stift, setzt für mich nicht so sauber, wie ich es mittlerweile mit einem normalen Vierer, mit so einem hinbekomme. Ja. Deswegen frage ich euch heute mal um Hilfe. Wie seht ihr das? Habt ihr schon mit so einem Mehrfachsetzer gesetzt? Bitte meldet euch. Es wäre wirklich schade, wenn ich den jetzt nicht verwenden könnte. Ich hatte wirklich sehr viel Hoffnung in den gesetzt, aber für das Geld ist es einfach für mich kein nichts Gutes. Sagen wir es mal so. Na, ja, da ist einfach der hier drauf loslegen und es passt besser. Ja. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt noch ein bisschen rumprobiert und muss wirklich sagen, nein, ist nichts für mich. Ich habe jetzt alles, was ich gesetzt habe, mir im Schachbrettmuster wieder hingelegt. Ich weiß nicht. Ich komme mit dem 4 Mehrfachsetzer, den ich mir da bestellt habe, nicht klar. Aber ich
muss auch sagen, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Wenn ich was probiere, muss es klappen. Wenn es nicht klappt und ich erst ewig hin und her probieren muss und gucken muss, wie der Aufsatz richtig hält und, dann muss ich auch wirklich sagen, ist das einfach nichts für mich. Ne? Also, da muss ich auch wirklich sagen, das ist ein riesengroßes Problem bei mir. Ich bin halt da wirklich ein ungeduldiger Mensch. Und wenn ich mir was bestelle, was teuer ist, dann ja, will ich einfach, dass das halt auch sofort klappt. Ich bin aber auch kein passionierter Mehrfachsetzer-Mensch. Viele von euch wissen das ja bei mir, dass ich eher so der Einzelsetzer bin und gerade hier so Color Blocking, wenn dann sehr gerne auch im Schachbrettmuster und. Ja. Ja, so hier im Schachbrettmuster ist mir einfach dann das Ergebnis viel lieber als das, was ich da vorhin hatte. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie war es nicht meins. Vielleicht muss ich das auch einfach mal mit eckigen Steinchen probieren. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr kurios. Ich habe es jetzt erstmal für heute aufgegeben. Ich werde jetzt eh nicht mehr so lang painten, denn ich werde nämlich gleich noch ein bisschen rausgehen, mich mit einer Freundin treffen, wollte vorher noch in die Wanne. Und ja, so lang gucke ich dann einfach mal, ja, wie das wird. So, vom Painten her, das Bild lässt sich wieder wunderschön legen. Druck ist auch mega toll. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was da jetzt heute los war. Aber wie gesagt, auch wenn DAC absolut was ganz Besonderes für mich ist, will ich jetzt mal nicht so tun, als ob mich das jetzt nicht ein bisschen stören würde mit den Mehrfachsätzen. Es ist einfach so, wenn ich was nicht gut finde, dann sage ich das auch. Ja, aber erstmal muss ich überhaupt schauen, warum und wieso. Ne? Vielleicht habe ich auch einfach bloß ein Montagsprodukt. Ohne den Ohrring geht auf jeden Fall nichts. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo er hingeraten ist. Ganz ehrlich, ich habe jetzt noch einen anderen hier liegen. Der da, der ist auch ein bisschen ausgenudelt, den habe ich jetzt von einem anderen Stecker mal abgemacht. Ja, aber mit dem geht es halt auch nicht wirklich. Wahrscheinlich, weil er schon so ausgenudelt ist. Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch echt uneins, was ich davon halten soll. Deswegen würde mich sehr gerne eure Erfahrung interessieren. Hat jemand von euch schon einen Mehrfachsetzer von DAC probiert? Wenn ja, schreibt mir das doch bitte sehr gerne unten in die Kommentare. Meine Einzelsetzer hatten, soweit ich weiß, keinen Ohrring. Die haben aber auch nicht immer gut gepasst, ne? Also die habe ich mittlerweile festgeklebt. Und ja, musste ich ein bisschen mit Gewalt auf meine Stifte bringen, damit die halt auch heben. Aber wenn die festgeklebt sind, dann halten die auch. Aber ich muss auch sagen, ich war mit dem Setzergebnis nicht zufrieden. Von den Vierersätze. Deswegen will ich den nicht einfach irgendwie an meinen Lieblingsstift kleben. Da bin ich mit dem nämlich nicht zufrieden, nutzt den nicht. Aber er klebt an meinem Lieblingsstift, den ich von meinen Mädels geschenkt bekommen habe. Und ja, das geht natürlich nicht. An den Stift kommen wirklich nur Aufsätze, mit denen ich total zufrieden bin und mit denen ich auch leben kann. Ja. So. Jeden Fall. Mir gefällt das so jetzt schon viel, viel besser. Und ich glaube, ich werde auch einfach heute und morgen dann gemütlich einfach ein bisschen hier dran kleben, so als Paintprobe. Werde das jetzt aber nicht weiter mit hier ins Video mit reinnehmen, sondern werde das Video dann für heute beenden. Wie gesagt, so Qualität vom Bild, alles astrein. Aber
der Mehrfachsätze hat mich jetzt so erstmal nicht überzeugt. Kann auch sein, dass ich mich einfach bloß blöd anstelle oder wie gesagt ein Montagsprodukt habe. Daher meine Frage an euch. Und ja, und ich muss hier mit dem Stift habe ich Tappi drin, mein Tappi wechseln. Ich habe nämlich gestern fleißig gepaintet den ganzen Abend, ohne da irgendwas wechseln zu müssen. Und mittlerweile, ja, wird es da mal Zeit für eine neue Ladung. Da sind mir jetzt nämlich gerade auch ein, zwei Steinchen schon von der Spitze gesprungen. Aber oh mein Gott. Das Schachbrettmuster, das holt mich gerade sowas von runter beim Setzen. Das ist echt heftig. Richtig toll. Also ich bin auf das Bild gespannt. Ich habe, wie gesagt, noch weitere Bilder von den Neuerscheinungen. Kann ich euch noch zwei zeigen. Ich habe allerdings auch bei dem ein oder anderen Restock von dem Weihnachtsbild zugeschlagen oder Winterbild. Das werdet ihr dann auch noch die nächsten Wochen dann immer so peu à peu sehen. Dann machen wir so kleine Unboxings und ja, alles Schritt für Schritt. Jetzt keine riesengroße Lawine. Ja, immer mal wieder ein Video in der Weihnachtszeit zu einem Weihnachts-DAC-Bild. Gut, ihr Lieben, ich danke euch recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Bei mir wird es jetzt auch mittlerweile dunkel. Gut, ich habe jetzt auch noch das Lightpad unten drunter an. Dadurch ist eh gerade das Licht nicht so toll. Ja, aber ich denke, das Bild werdet ihr bestimmt auf jeden Fall wiedersehen. Vielleicht nicht gerade Weihnachten, vielleicht im Winter oder dann irgendwann nächstes Jahr. Ich werde sehen. Und ja, ich verwirrt das Kind. Ja, ich bin gerade wirklich ein bisschen enttäuscht über den Vierfachsetzer. Deswegen bin ich gerade im Kopf ziemlich durcheinander. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich beende das Video jetzt einfach. Leg mich in die Wanne. Gönn mir heute einen schönen Abend mit meiner Freundin unterwegs. Wird bestimmt auch ein Glühwein geben. Da freue ich mich schon. Der erste Glühwein dieses Jahr für mich. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Wenn das Video euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn das Video euch zu wirr war mit meinem ich probiere aus, bin nicht so zufrieden. Und schreibt das auch gerne unten in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich möchte da authentisch sein. Und wenn mich was ein bisschen aus der Bahn wirft, dann ist es so. Dann bleibt das aber auch im Video drin. Okay. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.